You know, it kind of pains me very much that es schmerzt mich sehr, people are more or less dass die Menschen satisfied mehr oder weniger zufrieden with sind a kind of a form, mit einer a form of religion. Einer äußeren religiösen Form. That's all. And so, das ist alles. If you go to various quarters of the world, wenn man in verschiedene Gebiete der Welt reist, types of sieht man verschiedene religious devotion. Arten von religiösem Eifer. And you know, although this is something new, auch wenn das etwas Neues ist, Christian circles in England and America, für die christlichen Kreise in England und Amerika, wenn man auf und abspringt und viel Krach macht, lauter als auf jedem Bazar, das ist nichts Neues für manche Leute, die tanzen und rufen, not only with a physical excitement, nicht nur mit körperlicher Aufregung but und Anstrengung, with demon power, keep up a crescendo, sondern mit dämonischen Kräften, which it is not physically possible to maintain through long hours. Sie reizen sich immer mehr auf, was man mit normaler Kraft nicht durchhalten kann. Aber bei den Heiden ist das etwas Normales. Bei den Götzendienern. Was kommt dabei heraus? Gerechtigkeit? Sieg? Wenn man some corrupt practice vor korrupten Praktiken steht. You know, we hear of corruption. Wir hören von der Korruption, kickbacks and bribes, von Bestechungsgeldern in certain eastern countries. Die gehören einfach zu manchen Ländern des Ostens dazu. No wonder at all. Kein Wunder, that these very men, dass diese gleichen Leute, will go and worship very devoutly, dann mit großer Inbrunst ihre Götter anbeten. I can't understand that. Ich kann das nicht verstehen. In other words, mit anderen Worten, they do not even know, sie wissen nicht mal, that God wants those that worship him, dass Gott sich Menschen wünscht, that they should worship him in spirit and in truth, die ihn anbeten im Geist, they just don't know that, und in der Wahrheit. Das wissen sie nicht. So truth has become the casualty, the big casualty. So ist die Wahrheit auf der Strecke geblieben. And then what is left? Was bleibt dann noch? A lot of empty noise and commercialism. Viel Krach und viel Kommerz. That is why I don't like to have any quarter, give any quarter to the commercialism in Christian work. Deshalb will ich dem Kommerz keinen Raum geben in der christlichen we Arbeit. We don't need to depend on commercial practices. Wir müssen uns nicht auf kommerzielle Praktiken verlassen. If God is in control, he knows how to build his work. Wenn Gott die Kontrolle hat, so, weiß er, wie er seine Arbeit baut. When we come to the resurrection morning, wenn wir uns dem Auferstehungsmorgen zuwenden, we see in John 20 and verse 15, das sehen wir in Johannes 20, Vers 15, the distress, John 20, Johannes 20, and verse 15, Vers 15,
Before we come to verse 15, ehe wir zu Vers 15 kommen, hier war Maria, Magdalena, and she was weeping. Sie weinte at the grave of Jesus. Am Grab von Jesus. From the 11th verse, please. Ab Vers 11. But Mary stood outside at the sepulchre weeping. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. And as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. And seeth two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet. Und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, where the body of Jesus had lain, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. And knew not that it was Jesus. Und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? Tell me where you have laid him, and I will take him away. So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus saith unto her, Mary. Spricht Jesus zu ihr, Maria. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say Master. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. So, what was this woman who had been delivered from seven spirits? Seven devils were cast out of her. Diese Frau, die frei geworden war von sieben bösen Geistern, die waren aus ihr ausgetrieben worden. And what was she seeking on the resurrection morning? Was hat diese Frau gesucht? Was she seeking for? Am Auferstehungsmorgen? A risen Christ? No. Hat sie den auferstandenen Christus gesucht? She only expected a body. Nein, sie hat nur einen Leichnam erwartet. And if she could get hold of that body, wenn sie diesen Leichnam bekommen konnte, and express her love and veneration, und ihre Liebe und Verehrung ausdrücken könnte, she felt more than satisfied. Das war für sie mehr als But genug. That was denied her, aber das konnte sie nicht. That was her expectation, rather. Das war aber ihre Erwartung. That's all her expectation, the body. Das war alle ihre Erwartung, der Leichnam. Now, very often religious people also are just like that. Sehr oft ist es bei den religiösen Leuten. They just want the body. Genau so. They want the outward appearance. Sie wollen nur den Leichnam. They want the nice. Sie wollen das Äußere. Order of service, the nice music, the organ. Die schöne Gottesdienstordnung, die Orgel, die spielen. And a fine feeling. Ein gutes Gefühl. You know, I'm doing my duty. Ich tue doch meine Pflicht. That's all they expect of religion. Das ist alles, was sie von der Religion erwarten. No living presence of God. Keine lebendige Gegenwart Gottes. Wie traurig ist das?
How incorrect that is. Wie unkorrekt ist das? How like idolatry that is. Wie ist das dem Götzendienst so ähnlich? You see, that's all idolaters expect. Das ist alles, was die Götzendiener As a matter of fact, a man erwarten. Who was very devout and had gone to many Ein Mann, places der of pilgrimage, sehr hingegeben said war to me, und viele Pilgerorte besucht hatte, sagte mir, einmal an einem sehr berühmten Tempel, wo es einen riesigen Götzen gab, there, sagte er dem Priester dort, to ich möchte, dass Gott zu mir redet. Die wurden wütend. What are you here to mock God? Was willst du Gott verspotten? They beat him up and threw him out. Sie haben ihn verschlagen und hinausgestoßen. And that poor fellow, und dieser arme Kerl, he met the Lord Jesus. Ist dem Herrn Jesus begegnet. And he told me this himself. Er sagte mir das selbst. He met the Lord Jesus. Er ist dem Herrn Jesus begegnet. A living Loving, einem leben, speaking, lebendigen, Savior. Liebenden, redenden you know, Erlöser. So our Christianity comes very close to heathenism. Unser Christentum and rank idolatry. Kommt dem Heidentum sehr nahe, diesem krassen Götzendienst sehr nahe. On the resurrection morning, am Auferstehungsmorgen All that these devout disciples, the women that had followed, da war alles, was diese hingegebenen you know, the Jünger Savior, und die all Frauen, the way from up in Galilee, die dem Erlöser gefolgt waren, von Galiläa angefangen und die dann gesehen hatten, wie er gekreuzigt wurde. And made a note of the place where he was buried, Sie haben sich gemerkt, wo er begraben war, wo das in which he was interred, Grab war, saying, wo man ihn beerdigt hatte. And do honor to this body. Und sie sagten, wir müssen jetzt diesem Leichnam after the Sabbath. Ehre erweisen Now, my dear people, nach dem Sabbat. What is the real measure Meine Lieben, of your Christianity? Wie steht es um Ihr Christentum? I know whom I have believed. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. And I am persuaded that he is able to keep that which I have committed to him. Ich bin überzeugt, dass er das, was ich ihm anbefohlen habe, bewahren kann. I know whom I have believed. You see? Ich weiß, an wen ich glaube. Strength of conviction. Die Überzeugungskraft. I recall, ich erinnere mich, traveling one day, eines Tages with two members of parliament, bin ich mit zwei Parlamentariern the Indian parliament, des indischen Parlaments I think one was gereist. A present member and one was ich denke, einer war a member who had Parlamentarier left the parliament, und der andere war schon nicht mehr was, im Parlament. Two important people. I didn't know their identity. Zwei wichtige Leute. And when we entered into ich kannte ihre Identität nicht, als wir dann Christ, über Jesus Christus I ins Gespräch kamen. Ich war damals noch sehr jung. I began to tell them about my Lord. Ich habe ihnen von meinem Herrn And erzählt. When they noticed the strength of my conviction, und als sie die Stärke they said to me, meiner Überzeugung you know, erkannten, you know, that was the time when das sagten sie mir, das war damals die Zeit, rattling, wo es viel Säbelrasseln gab, and the crisis in Cuba, die Krise in Kuba like that, und solche Dinge, when nuclear arms wo die Atomwaffen all deployed, aufgestellt wurden ready to go. Und einsatzbereit they said gemacht me, wurden. Die sagten hey, mir, You ought to come with us. Sie sollten we'll mit uns reisen. To Washington, D.C. and Wir fahren speak nach there. Washington und halten dort eine Rede. I laughed. I said, What Sie, do you mean? Sie sollten da eine Rede halten. Nobody will take any notice of a fellow like me there. Keiner wird einen wie mich da beachten. But Aber all that impressed them. Alles, was sie beeindruckt hat. What I'm saying is. All that impressed them
was the strength of my conviction. Das war die Stärke meiner Überzeugung. Die Heiden haben das nicht. It is all a hazy idea. God somewhere. Das ist alles so eine unsichere Vorstellung. Maybe a beneficent Gott, der irgendwo ist. Maybe a tyrant. Vielleicht ist er ein wohlwollender Gott, vielleicht ist er ein Tyrann. You know? The one of the romantic poets. Ein Dichter der Romantik. Pictured God as a great tyrant. Hat Gott beschrieben als einen großen Tyrannen. And he eventually died a very pathetic death. Und schließlich hat er einen sehr tragischen Tod im Mittelmeer gehabt. You know, my dear friends. Wissen Sie, meine lieben Freunde, instead of that, stattdessen, you and I can have that strong, können Sie und ich revelation of Jesus, eine starke Offenbarung von Jesus haben, sodass wir nicht nur Visionäre sind. Irgendwann, wie mag mal vielleicht was passieren? Nein, ich weiß, an wen ich glaube. That which I have seen with my eyes and handled with my hands, do I declare unto you. Das, was ich gesehen habe mit meinen Augen, was ich betastet habe mit meinen Händen, das verkündige ich euch. See, that's the kind of religion that we need today. Das ist die Art Religion, wie wir sie heute brauchen. Es ist traurig, dass die Leute heute zufrieden sind, wenn sie ihre religiöse Pflicht erfüllt haben und ein kleines Opfer gegeben haben, dann denken sie, das ist jetzt erledigt. No, my dear friend. Nein, meine lieben Freunde, here was Mary weeping, hier war die Maria, and you must notice, sie hat geweint, the wonder, sie müssen sehen, in that voice of hers, Rabboni, was das für eine Verwunderung war in ihrer Stimme. Master, is that you? Rabboni, Meister, bist du das? I never expected to see you again. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich nochmal sehe. Is that you, my master? Bist du das, mein Meister? In flesh and blood. In Fleisch und Blut. My dear people. Meine Lieben. You see. Sehen Sie. Today. Heute. We all believe in the resurrection. Glauben wir alle an die Auferstehung? We all say, yes, wir alle sagen, my Lord is risen. Ja, mein Herr ist auferstanden. Then, yet we don't have half this excitement. Aber wir haben nicht die Hälfte von dieser Freude, half this joy, die Hälfte and radiance. Von dieser Ausstrahlung. Just imagine how electrified. Stellen Sie sich vor, wie elektrisiert diese Leute waren, when they met their risen master. Als sie ihrem auferstandenen Herrn Why begegnet sind. Are we not electrified in that sense? Warum sind wir nicht in gleicher Weise elektrisiert? Why are we not thrust into that orbit? Warum werden wir nicht auch in diese Umlaufbahn has intended and planned for us. Gehoben, die Gott für uns vorgesehen hat? See, being out of orbit, wenn wir nicht in der richtigen Umlaufbahn sind, das heißt, dass es heute viel Müll gibt im Weltraum, it can be very dangerous, und es kann sehr gefährlich sein to some of these astronauts and others, für manche dieser Astronauten, the debris that is flying about in space. Dieser Müll, der im Weltraum umherfliegt. Now, by not being in orbit, wenn man nicht in der richtigen Umlaufbahn ist, nothing is gained. Gewinnt man nichts. Nothing is gained. Nichts. So,
When we look at a situation, wenn wir eine Situation betrachten, today, wie sie heute ist, or rather confronting today. You know, a situation internationally, eine Situation, which has no easy solutions, für die es keine einfache Lösung gibt. Yeah, this wave of despair, diese Welle der Verzweiflung, this wave of diese Welle recession der Rezession recessory forces oder der wirtschaftlichen Probleme is going across the globe, geht um die ganze Welt and is affecting so many people. Und so viele Menschen werden dadurch and nobody knows beeinflusst, when or how the recovery will come. Niemand weiß, wann oder wie all right, that is the economic aspect. Es wieder aufwärts course, gehen wird. Das ist der wirtschaftliche Aspekt. Carries with it a lot of human suffering. Und damit hat auch viel menschliches Leid and zu tun. Don't forget this. When I first started preaching in Europe, vergessen Sie nicht, als ich in Europa anfing zu predigen, das war in den 50er Jahren, das war nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg, da sagte man mir, wir hatten so wenig Brot, die Nahrungsmittel waren so wenig nach dem Krieg, would listen to the word of God, the gospel. Die Leute haben auf das Evangelium gehört. Then came the economic miracle, dann kam das Wirtschaftswunder, as they called it in Europe, wie man das in Europa nannte, when suddenly als plötzlich there was a new tide of prosperity. Es eine neue Welle des Wohlergehens and they also said, gab. Und sie sagten you auch, know, as the economy brightens up and the shops are full of stuff, wo die Wirtschaft sich aufhält, wo die Geschäfte jetzt wieder voller Sachen sind, da werden die Leute dem Herrn gegenüber gleichgültig. Dem Wort Gottes gegenüber gleichgültig. Das haben sie mir gesagt, als ich anfing, in Europa zu predigen, da habe ich gesehen, wie den Leuten die Tränen herunterliefen während der Predigt. Das Bild, das ich mir gebildet hatte, war, the Germans were a savage people. Dass die Deutschen ruthless wilde Leute waren. People. Grausame Leute. And with all the bombing and the carnage and the killing bei that all had diesen taken Bomben place, und dieser Schlachterei, you can't die es imagine, gegeben hatte, you know, when the panzers or the man kann sich das nicht vorstellen. Stellen wie die Panzer tanks roll across whole towns, ganze Städte überrannt haben and the devastation und was für eine Verwüstung you know, gefolgt ist. We, some of us, we have never seen it, manche can von uns, never understand die es nicht gesehen haben, however, können das nie verstehen. That was the impression which das war der Eindruck, aus den Medien and from the pictures und durch die Bilder war, vom Krieg, I had formed as a student, den ich mir als Student gebildet and, hatte. But in reality, aber in der Realität, when I really met the ordinary German als people, mir die gewöhnlichen Deutschen the French, begegnet sind, die Franzosen, who had suffered die sehr gelitten hatten, I found them to be so tender-hearted. Da stellte ich fest, dass die Leute ein so weiches Herz hatten, so ready for the gospel, so offen für das Evangelium. Now,
some of us get indoctrinated by the media. Manche von uns werden durch die Medien indoktriniert. A completely wrong picture. Und deshalb bilden wir uns ein ganz falsches Bild. Let us be very careful. Wir wollen sehr aufpassen. You know, many people in the East have viele Leute im Osten haben ein ganz falsches Bild von Amerika zum Beispiel. You see? The picture that was given das Bild, to us as students, das uns als Studenten vermittelt wurde, was a dissolute people. War, dass Amerika ein sittenloses Volk ist. Thoroughly immoral people. Absolut unmoralische Leute. What was the picture? Was war das from Bild? Hollywood. Das Bild von Hollywood. Now that was a picture das war ein Bild, that many people have of America. Das viele Leute jetzt so von Amerika haben. About the Eastern countries wenn and wir so von on, den Ländern des Ostens reden, to just think of people in terms of what we saw or read in the newspapers, wenn man die Leute nur so beurteilt, an ignorant thing to do. Nach dem, was man in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen hat, das ist unwissend so zu handeln. Aber ich habe gepredigt bei vielen dieser Völker und ich habe festgestellt, dass die Härtesten reagiert haben auf das Wort Gottes. It is wonderful. Es ist wunderbar, when you present the living Christ, wenn man den lebendigen Christus vorstellt, everybody says, we want him. Dann sagt jeder, den möchte ich haben. I need him. Ich brauche ihn. I must have him. Ich muss ihn haben. But when we only present a form of religion, aber wenn wir nur eine religiöse Form präsentieren und selbst damit zufrieden sind, what are we doing? Was tun wir dann? We are demolishing the real wir zerstören gospel, das wirkliche Evangelium, if such a thing is possible. Wenn das überhaupt möglich ist. What a sad thing is happening today. Was für traurige Dinge passieren heute, so very busy, weil wir jetzt so beschäftigt sind, we don't have much energy left over, weil uns nicht viel Energie bleibt, and our worries are so many, unsere Sorgen sind so groß, and so viel, we have gotten deflected, wir sind abgelenkt from the narrow way of obedience to God's word. Wir sind abgekommen von dem schmalen Weg des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. And we must go back to God and recover it. Wir müssen neu zu Gott gehen und das wiederbekommen. Wenn Sie die Einweihung des Tempels betrachten im 2. Chronik und der 7. Chapter, you see the first verse. Kapitel 7, Vers 1. Now, when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel. And consumed the burnt offering and the sacrifices. Und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. And the glory of the Lord filled the house. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. The fire came down from heaven. Das Feuer fiel vom Himmel. You know, my dear friends, meine Lieben, we can perfect the art of wir können die Kunst des Predigens vervollkommnen. Wir können eine perfekte Theologie haben. Wir können schöne Annehmlichkeiten haben, eine wunderbare Situation, wo wir uns treffen, aber das alles sind nur oberflächliche Dinge, die keine Beziehung haben mit dem Herzensschrei und der Antwort auf den Herzensschrei.
in the midst of der Herzensschrei kommt normal nicht a very well cushioned life. Wenn das Leben sehr angenehm generally verläuft, does not come there. Da kommt dieser Herzensschrei somehow normal nicht. We are so constituted, irgendwie sind that wir it is so only under some kind of pressure, nur wenn irgendwelcher some Druck kind auf uns ausgeübt wird, wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen, suddenly wake up, dass wir dann plötzlich aufwachen from our slumber, aus unserem Schlummer, when everything is even paced, wenn alles gleichmäßig everything is verläuft, going smoothly, alles angenehm everything dahin is going geht, pretty well for us, alles schön oh, geht. That's no time when our spirit das ist prospers. Nicht die Zeit, wo es unserem Geist gut geht. Well, it need not be so. It should not be so, but it is so. Es braucht nicht so zu sein. Es sollte nicht so sein, aber es ist so. Suddenly, when there is an adversity, plötzlich, wenn Schwierigkeiten kommen, falling upon you, then you wake up with a shock. Dann wacht man and auf say, whence have I fallen? Und sagt, wohin bin ich gekommen? How did this happen to me? Warum ist mir das passiert? I thought I'm pretty good. Ich dachte, dass ich doch ein guter Mensch bin. You know, friends, we wissen don't Sie, need Freunde, that kind of shock treatment, do we? Diese Art Schockbehandlung brauchen wir nicht, the oder? Shock treatment is only die for Schockbehandlung people whose heart has stopped ist nur für Leute, beating or something. Deren Herz but nicht mehr schlägt. Aber this was a normal procedure. Das war etwas Normales. The temple was dedicated. Als der Tempel eingeweiht wurde. It was with a heart cry. Es war mit diesem Herzensschrei. Let your eye be upon this place. Lass dein Auge ruhen auf diesem Ort. Let your ear attend to the prayer that is made in this place. Lass dein Ohr das Gebet hören, das an diesem Ort geschieht. It was a heart cry that went up. Es war ein Herzensschrei, der zu Gott aufstieg. And the result of that heart cry und das Ergebnis dieses Herzensschreis came down from God. War, Feuer fiel von Gott herab. And consumed the burnt offering and the sacrifices. Und hat das Brandopfer und die Schlachtopfer verzehrt. And the glory of the Lord filled the house. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Sometimes, you know, I go into places of worship. Manchmal gehe ich in Gottesdienstorte. And I can't remember where it Gebäude. Was. I said, now let the bazaar come to order. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Da sagte ich, jetzt soll der Bazaar, it was like a bazaar mal still werden. People were talking, you know. Das war wie ein Bazaar. Die Leute haben sich unterhalten. That's supposed to be the house of God. Das soll das Haus Gottes sein. And they were getting ready for worship. Sie haben sich vorbereitet. I said, now, für den Gottesdienst. Ich sagte, let the bazaar come to order. Jetzt soll der Bazar mal still werden. Well, well. You know, friends, wissen Sie, Freunde, don't let our places of worship decline to that level. Wir wollen es nicht zulassen, but you know, dass es you only need bei unserem to look away Gottesdienst for a little while. So abwärts geht. But aber wenn man das nur eine Zeit lang anschaut, the influences of today der Trend heute such, ist so und die Einflüsse heute sind so, die Leute kommen nicht einmal und sitzen in Gottes Gegenwart und werden dann still. They must still be yapping. Sie müssen immer noch quasseln. I can't understand that. Ich kann das nicht verstehen. That's what they have been doing in the car. Das haben sie im Auto gemacht, bis sie kamen. That's what they do on the steps of the church. Das tun sie auf den Kirchenstufen. And that's what they will be doing right after the service. Und das werden sie nach dem Gottesdienst tun. And its effect is washed out. Bis die Predigt ausgewaschen ist. Washed away. Weggeschwemmt wurde. But inside also they must. Aber auch in der Kirche. Yap. Müssen sie viel reden, interminably, unbegrenzt reden. But when Solomon, als Salomo went to the Lord zum at Herrn the dedication ging of the temple, bei der Einweihung des Tempels, the glory
glory of the Lord filled the temple. Da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. And the priests had to leave the place. I like that. Und die Priester mussten hinausgehen. Das gefällt mir. You know, a real sense of unworthiness ought to grip us. Ein echtes Gefühl der Unwürdigkeit sollte uns ergreifen. When Moses met the Lord at the burning bush, als Mose Gott begegnet what ist, would have happened to Moses? Bei dem brennenden Busch, his life would have been lost. Was wäre mit Mose passiert? Just sein Leben wäre verloren gewesen, for those sheep, wo er nur sich gekümmert in hat the wilderness. Um diese Schafe in der Wüste. But when he went and approached this burning aber bush, als er zu diesem brennenden Busch hinging, der vom Feuer nicht verzehrt wurde, und als der Herr zu ihm sprach, take thy shoes from off your feet, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, for you're standing on holy ground, denn du stehst auf heiligem Boden. Now, you know, can't we make this holy ground? Können wir das nicht zu einem heiligen Boden machen? Können wir nicht das hier zu einem brennenden Busch machen, wo wir einen Sinn bekommen für unser Leben? Da hat Mose einen Sinn bekommen für sein Leben. Haben wir 20 Leben, so that we can expend some, dass wir 15 of them the way we please, 15 davon, and the remaining we can give them to God, so verbringen können, wie es uns gefällt, und die übrigen geben wir my dann Gott. People, meine Lieben, we need the fire of God, wir brauchen das Feuer showing Gottes, us, das uns zeigt, our relative position, wo unser wahrer putting us Platz ist, in our place. Das uns an unseren sometimes Platz stellt. We are not in our place. Manchmal sind wir nicht am richtigen Platz. I want to be in my place. Ich möchte an meinem Platz sein. Ich bin nur ein Diener. You know, I don't like all the adulation and the praises, ich mag nicht all die, all die Schmeichelei long und das Lob und die langen Vorreden. And so on and so forth. I don't like all that. Bevor ich dann spreche, das mag ich nicht. I like to be put in my place. Ich möchte gerne so that the Lord takes the field and I have to an den Platz gestellt werden. Get out fast. Der mir gebührt, dass der Herr dann das Feld übernimmt und ich weggehe. Unable to bear the awesome glory of God. Der die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen kann. Now, this was the answer to God's prayer. Das war die Antwort auf das Gebet des Salomo, Vers 12. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard your prayer. Der Herr erschien Salomo bei Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört. I have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. If I shut up the heavens and there be no rain, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, or if I command the locusts to devour the land, oder die Heuschrecken das Land fressen, or if I send pestilence among my people, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, if my people which are called by my name shall humble themselves, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, and pray and seek my face, dass sie beten und mein Angesicht suchen. You know, wealth and power, wissen Sie, Reichtum is und Macht, not a very conducive element or place for a humble spirit. Sind when nicht förderlich für einen demütigen Geist. Wenn man demütig ist, you've got everything, you've made it. So, you're fine. Wenn man viel hat, fühlt man sich but unabhängig. That humble spirit, aber dieser demütige Geist, my people humble themselves, wenn mein Volk sich demütigt, now is that not almost the minimum that God can ask of you?
Ist das nicht das Minimum, was Gott von uns haben will? Was sollte Gott noch wollen? Es gibt Heiden, die denken, dass sie in den Himalaya reisen müssen, in manche dieser Höhlen, wo die Eiszapfen wie Götter aussehen. And recently they had a calamity. Vor kurzem gab es ein Unglück, als die Hitze so groß war, dass diese Götter zu schmelzen begannen. To the great dismay of the people. Zum großen Entsetzen der Leute. They said, our God is gone. Sie sagten, so unser the Gott tourists are not coming. Ist weg und die Touristen kommen nicht mehr. Our God is melted away. Unser Gott ist weggeschmolzen, weil es zu heiß war summer. In diesem Sommer. You know, there are heathen people who will traverse. Es gibt Heiden, thousands of miles, die tausende Kilometer zurücklegen, if they can find a vision of God. Wenn sie eine Vision von Gott bekommen können. You know, they beat us hollow when it comes to devotion. Die sind uns meilenweit voraus in ihrem Eifer. I see that kind of devotion amongst the heathen. Diesen Eifer sehe ich bei den Heiden. My dear people, meine Lieben, after all, is this not the very least that God can ask of us? Ist das nicht das Geringste, das Gott if my people von uns haben will? Humble themselves. Wenn mein Volk sich demütigt and seek my face und mein Angesicht sucht, I will heal the land. Dann will ich das Land heilen. You see, that's the focus. Das ist das, worauf es ankommt. I will forgive their sin. Ich werde ihre Sünde vergeben and heal the land. Und das Land heilen. How much healing this country needs. Wie viel Heilung is it to begin with? Braucht dieses Land? You know, before a little bit of civilization came to this continent. Ehe etwas Zivilisation kam, you know, there was auf diesem Kontinent, the Spaniards and others, da gab es die Spanier und andere, who treated the inhabitants of this country very cruelly. Die haben die Einwohner dieses Landes sehr grausam behandelt. And of course some of the colonists. Und manche Kolonisten, they were adventurers, das waren Abenteurer, Seamen, Seeleute, they were not necessarily Christians, not at all. Das waren nicht unbedingt Christen. Their savage gar nicht. Dealings. Sie haben sich so with the local people, grausam verhalten den the inhabitants. Ureinwohnern all gegenüber. Right. If we trace some of the sins of our countries, wenn wir manche Sünden unserer Länder, there is much to repent about, verfolgen, much to repent about. Da gibt es viel, worüber wir Buße tun können. Yesterday I was being told of how gestern hat man mir gesagt, Haiti was turning the corner, dass Haiti über den Berg gekommen ist. However, by a dictator, a durch einen Diktator, a despot, einen Despoten, and industry was coming, dass die Industrialisierung begonnen hat, people were beginning to work, and many things were happening, und dass es Arbeit gab und viele Dinge anfingen, political powers in this country, als manche politischen Kräfte im Land sich eingemischt haben und fast einen Kriminellen eingesetzt haben. And completely destroyed that country. Und dieses Land völlig zerstört haben. Und jetzt, wenn Missionare versuchen, Haiti wieder groß zu machen, fällt es ihnen so schwer, denn die Hälfte der Bevölkerung hat keine Arbeit. Now you know, this miserable politics, diese erbärmliche Politik, which is so corrupt
today. Die heute so korrupt ist. I don't know the inside of all these things, ich weiß nicht, but it is only when some discerning people, aber manche who Leute, know what is happening, die tell wissen, me was passiert, that I get to know this. Die erzählen mir das dann. But when evil is done, wenn Böses unrighteousness geschieht, is done, Ungerechtigkeit geschieht, we should be able to humble ourselves and speak out against it. Da sollten wir in der Lage sein, uns zu demütigen und etwas dagegen That's zu sagen. A Christian conscience. Das ist ein christliches Gewissen. And God requires that we should humble ourselves for the sins of our fathers. Gott fordert, dass wir uns demütigen über die Sünden unserer Väter. You know, my dear people, wissen Sie, meine Lieben, some families have a whole history. In manchen Familien gibt es eine lange Geschichte, wo Böses getan wurde und das, die Kinder kommen dann unter den Einfluss dieser gleichen Dinge und tun dann das Gleiche. Jetzt gibt es Länder in Europa, wo es gar kein geistliches Licht mehr gibt. Das ist so traurig. Der Kommunismus hat eine solche Wüste zurückgelassen. Keine Vorstellung von Gott. Alles, was sie haben, sind einige Bilder, einige Grotten, wo sie einige Kerzen aufstellen. Sehen Sie, Freunde, wir müssen erkennen, wie es wirklich steht, and humble ourselves. Und uns demütigen. Let us humble ourselves at least for America. Wir wollen uns demütigen, wenigstens für Amerika. Because when America does evil, denn wenn Amerika Böses the tut, whole world knows, dann weiß die that ganze America Welt, has declined, dass Amerika from its moral, immoral stature. Dass es mit Amerika abwärts gegangen ist. And let them know it. We're not die Leute sollen es auch ruhig wissen. That. Das macht uns But nichts. It's an evil influence. Es ist ein böser Einfluss. And unfortunately, und leider this thing is identified as the Christian hält man das dann position. Für Which is wrong. Das Christentum, was nicht stimmt. When did America become synonymous with Christianity? Ist Amerika ein Synonym für Christentum geworden? These are poles apart today. Diese Dinge sind heute weit auseinander. But that is how the world and history looks at Aber die Welt America. Und die Geschichtsschreibung, die schaut so auf Amerika. So we are actually living Wir leben at a time of great crisis. In einer Zeit der großen Krise. And being big talkers, weil wir so and viel being reden troubled about und weil tiny uns little ant bites so kleine Ameisenbisse and little so große Not bereiten matters und weil kleine that Dinge agitate uns so beschäftigen, is completely irrelevant. Diese Dinge sind ganz unwesentlich. Totally so. We were hearing about Daniel this afternoon. Heute Nachmittag haben wir etwas von Daniel gehört. How his life impacted wie sein Leben whole intercontinental kingdom. Einfluss hatte auf dieses Königreich, das mehrere Kontinente umspannte. Unrighteous laws were rescinded. Ungerechte Gesetze wurden widerrufen. Now, how many unrighteous laws Wie viele ungerechte Gesetze werden in England und Amerika heute gemacht? Unrighteous laws. Ungerechte Gesetze. What a sorrow. Was für ein Kummer. Oh, my dear people. Meine Lieben, God can elevate us, Gott kann uns erheben lift us to a position of reality
zu einer Position, wo wir die Realität erkennen und wo wir in der Praxis etwas bewirken, wo unser Christentum relevant ist für unsere Zeit. Sonst ist unser Christentum unwichtig. Wir erreichen nichts und wir reden nur viel. Das Feuer Gottes kam herab und verzehrte die Opfer. Let us pray. Wir wollen beten. Let us tell God, wir wollen Gott sagen, Rabboni, Master, is it thou? Meister, bist du es? Master, my soul's desire. Meister, is it thou? Das Verlangen meiner Seele. Or is it just a form? Bist du es? Or is it just an empty body? Oder ist es nur eine Gestalt? Or is it thou? Ein leerer Leichnam? Oder bist du es? Let us have our risen Lord. Tell God, I want him. Wir wollen unseren auferstandenen Herrn haben. Sagen Sie Gott, ich möchte ihn. I want this risen Savior. Ich möchte diesen auferstandenen Heiland haben. At a time when zu einer Zeit, things are getting really chaotic, wo das Leben so chaotisch wird. I need you, Lord Jesus. Da brauche ich dich, Herr Jesus. Do with me whatever you please. Mache mit mir, was dir gefällt. But let me be relevant. Aber lass mich etwas ausrichten. Let not my religion be unrelated. Lass nicht meine Religion to your glory. Keinen Bezug haben zu deiner Herrlichkeit. O loving Father, o liebender Vater, forgive us, we pray. Vergib uns, wir bitten dich. How easily we are satisfied with the program, wie leicht sind wir zufrieden with the activities, mit dem Programm, with the forms, mit den Aktivitäten and with all the show of religion. Mit der äußeren Form, mit dieser Show der Religion. Where is the risen Christ? Wo ist der auferstandene Christus? Why weepest thou? Warum weinst du? They have carried away my Lord. Sie haben meinen Herrn weggetragen. I know not where they have laid him. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. I want his body. Ich möchte seinen Körper. No, you can't have his body anymore. Nein, sein Körper ist nicht mehr. You can have the real Christ or nothing at all. Sein Leichnam ist nicht mehr da. But I only want his body. Du kannst den auferstandenen Herrn haben, aber ich will nur seinen Leichnam. Oh, Lord. O Herr. Surely we cannot talk gewiss so irrelevantly. Dürfen wir nicht so, so foolishly unwichtige, törichte Dinge sagen. I want my Lord. I want my Lord. Ich möchte meinen Herrn. I need my Lord. Ich brauche meinen Herrn. I want to see his cleansing fire. Ich will sein reinigendes Feuer erleben. Oh, my Father. Oh, mein Vater. How much sorrow, how much shame. Wie viel Kummer, wie viel Schande. How many weeping little children. Wie viele weinende kleine Kinder. All because there is no truth. Alles, weil es keine Wahrheit gibt, no righteousness, keine Gerechtigkeit in, many parts in vielen Teilen of this country and the globe. Dieses Landes. Forgive us, O Lord. Und der ganzen Welt. Vergib uns, O Herr. We have just heard the children singing. Die Kinder haben gerade gesungen. Go and tell, I will tell, go geht. And tell. Geht hin und sagt es, ich werde es sagen. Oh, we have not gone and shown. Wir sind nicht gegangen. The living Christ. Wir haben den Leuten den lebendigen Christus nicht gezeigt. We have only shown a caricature
or a body. Wir haben nur eine Karikatur oder einen Leichnam gezeigt. This is our agenda, this is our mission, this das ist our unser Terminplan, unsere Mission, unser großer Name. Oh no, Lord. Oh, nein, Herr. No. Nein, Herr. That is no pattern for us to follow. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Our pattern is to lift up Jesus. Unser Weg ist es, and get out of the scene. Jesus groß zu machen und selber klein zu werden. Give him the field and the platform. Und ihm das Feld und das Podium zu überlassen. Oh, my Father. Oh, mein Vater. Touch us. Rühre uns an. Touch us with that fire. Rühre uns an mit diesem Feuer. Cleanse us. Reinige uns. Cleanse our thoughts and motives. Reinige unsere Gedanken. Our religious motives. Und Motive, unsere religiösen Motive. Certainly religion is not gewiss to please ourselves and feel satisfied. Ist die Religion nicht dazu da, dass wir uns selbst wohlfühlen? Our religion must needs please you. Unsere Religion muss dir gefallen. Our obedience and righteousness and holy living. Unser Gehorsam must please your heart. Unsere Gerechtigkeit, unser heiliges Leben muss deinem Herzen gefallen. Oh, my Father. Oh, mein Vater. Come to us. Komm zu uns. And visit all the extended families of these dear people, we pray. Und besuche alle and wherever unsere Familienangehörigen some of our loved ones are, und wo we immer want you to touch them too, oh Lord. Unsere Lieben sind da, wollen hear wir our humble prayer. Dass du sie anrührst, lieber Herr. In Jesus, höre unser geringes Gebet im heiligen Jesus-Namen. Amen.